Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2013. So, wir haben das Funksignal losgeschickt. Mein Akku ist auch vom Handy schwach. Also das letzte Aufnahme für heute, also für den Aufnahmeblock heute. Wir haben heute keine Ahnung, den siebten. So kommt man Ich definitiv rate jetzt runter. einfach. Ja, für heute ist das der letzte Part. Also ich habe heute vier Parts aufgenommen, das reicht. Und ja, kann ich Raben eigentlich auch abschießen? Ja, kann ich. Nur Richard. Treibstofftanks. Naja, gut. Wo, was hier? Zombies! Feuerstahl. Sehr schön. So sollte es gehen. Wie kann ich die nochmal auswandern? Ach, mit B. Okay. Und man drückt einfach Y, dann macht das hier. Die haben sich zu Tode gesoffen. So was kann passieren mit euch. Nee, ich aufpasse. Ja, wo sind denn ihre Treibstofftanks? Achso. Ups. Das war mein Akku. Na klar. Die Fresse, ja. Sonst müsste ich mein iPad holen. Das will ich jetzt nicht. Piep, 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 Mann. Es denkt so, es nervt mich jetzt in der Aufnahme oder was? Okay, wartet mal. Ihr könnt euch so lange die hübsche Leber angucken. Das scheint nämlich kalt zu sein. Uhr. Eine Stoppuhr. Nee, einen Wecker habe ich. Was ist das? Das ist Kacke. Wie spät haben wir es? 10:49 Uhr, 25 und 11:05 Uhr müsste die Aufnahme dann beendet werden. Dann lege ich mein iPad hier so hin und lad mir nachher eine Stoppuhr runter. Weiter geht's. Ach ja. Sollte vielleicht nicht dran stehen. Ja, der war. Ich wollte gerade sagen, das explodiert und sie so ganz langsam. Slow. Chill. Nee, gar nicht wahr. Um 15. Ernsthaft. Seriously? Oh, fuck, Alter. Warum will die nicht, dass wir gehen? Vielleicht sind wir auch die Auserwählte. Ich kann die Vibration kaum halten. Oh mein Gott. Und es ist laut, 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 laut. Leise, leise machen. Oh mein Gott, was muss ich? Wenn ich jetzt am Arsch drücken muss, ne? Geht das schlecht, weil ich nur noch eine Hand habe. Ja, also ich habe noch beide Hände, aber. Scheiß Kacke hier. Ach, ich nehme jetzt einfach mal alles mit, komm. Ich hasse Flugzeuge.
Der Pilot. Ich muss zu ihm. Reife Hauptmenü. Wo ist Extras? Fähigkeiten Ausrüstung. Fähigkeiten. Ausrüstung, du könntest mich eigentlich verarschen. Ach so. Fuck you. Was? Immer schön ganz. Oh, zieh, Lara! Okay, da, da. Nicht von da. Ganz alles hier kaputt, mal alles. Die Vibration, ja. Wusch! Uah! Komm, die Vase behalten wir. Oder auch nicht. Die Vase ist scheiße gewesen. Mach ich, mein Freund, mach ich. Kleiner Fick. Jude. So, machen wir jetzt Feier. Jetzt können wir auch ohne Fackel. So supi, ja. So. Der grüne Augen, der Typ. Voll sauer, nicht, dass er noch aufsteht und meint, Ärger zu suchen. Man weiß ja nie. Hier, vor allem japanische Götter auch nicht, dass wir uns verbessern. Also, kann ich mich hier hinsetzen. Ich kriege es nicht aus dem Kopf. Ein Sturm aus dem Nichts, der klaren Himmel, der ein Flugzeug abstürzen lässt. Das ist irrational. Du weißt, dass es irrational ist, Lara. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ich kenne sie nur noch nicht. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Etwas übersehen haben. Ich hätte den Himmel überprüfen müssen, einen anderen Landepunkt bestimmen. Ich war nicht vorsichtig genug. Und jetzt sind sie tot. Tja, alle abgenippelt. Abgenippelt. Gut, dann hauen wir hier einfach mal die Waffe raus. Lara! Was zum Teufel ist passiert? Dieser Sturm, er kam aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu. Ich habe den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay. Bin unterwegs. Das ist selber mal. Ne? Der Sturm war. Eine Überlebende! Hier drüben! Ich hab sie von der Seite! Boah, mir wird schlecht.
Yeah, schön. Haben wir jetzt Feuerteile? Oh shit. Schieß, ja. Ach, ich dachte, ich hab Feuerpfeile. Oh. Oh. Kleiner. Lern zielen, Mann. Jungs. Oh, ey. Ja, ja. Es gibt nichts, wo du dich verstecken kannst. Meine Fresse. Es muss okay. Einen Weg nach oben geben. Okay. Dann müssen wir da mal Pfeile. Mal schön Bergungsgut mitnehmen, wenn ich gar nichts irgendwie mehr. Ich hätte gern Feuerpfeile. Tun sie, um Seil zu wickeln. So, gucken wir einfach mal, was zu sonst. Oh mein Gott. Ich verstehe schon. Ich verstehe. Wie mit Seilen und Bobbeln. Ja, die Kacke mal kaputt. Aber hier hinten geht's weiter, deswegen. Oh, da müssen wir hier eigentlich hin. Ja, ne, dann will ich da nicht hin. Dann. Gehen wir da hin. Zumindest finden wir hier Bergungsgut und Pfeil und Bogen. Nur Pfeile. Bogen haben wir ja schon. So, bitte. So. Das könnte ein guter Punkt zum Einhaken sein. Nutzen Sie. Ja, was benutzen Sie? Ankerpunkt. Ja, gut. Oh, okay. Okidoki. Lag, Ohr, Frame, Einbrüche des Todes. Auf Doom of Darkness, gut. Pfeile voll. Jetzt kann ich auch solche Türen öffnen. Hat aber auch Kraft, ich reiße da erstmal die ganze Tür ein. Was ist meine Festplatte? Ist ein bisschen voll. Wie gut, dass wir da raus sind. Kann man wohl sagen. Es sah so gut aus. Und dann war da dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Es war nicht deine Schuld. Ich habe sie hergerufen, Roth. Hey, wir finden einen Weg. Mayday, Mayday, hier Co-Pilot Jessup von Flugzeug N177A. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Die
ist da jemand? Captain Jessop, hören Sie mich? Ich habe ein Rauchsignal entzündet, bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Da ist sein Signal. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern und uns sammeln, wenn wir Sam wieder haben. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich gehe jetzt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein, das waren Verluste. Opfer zu bringen ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen. Oh, voll Zehnalarm hier. Tja, hör auf. Geh du mal mit deinem Stein. Ne? Und kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten, ne? Stehe ich gar nicht drauf, wenn man sich von mir einmischt. Bitte sauber. Oben finden wir niemanden. Mag sein, aber Befehl ist Befehl. Und scheiß drauf, Hilfe! Zwei Teile von verbogen. Ja. So Daisy, mal gucken, was hier drin liegt. Ich bin hier, Reyes. Wie ist die Lage? Eine Art Mörser und Stößel. Wahrscheinlich für das Zerreiben von Heilkräutern. Ach, man kann die Teile auch untersuchen. Unten im Mörser befinden sich kleine Knochenfragmente. Hoffentlich von Tieren. Wir sind einer Gruppe Männer zu einer Art Stadt gefolgt. Dieser Ort ist verrückt, Rob. Was zum Teufel machen die hier? Ich weiß es nicht und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Noch nicht. Ist Lara bei dir? Ja, wir steigen bald den Berg runter und stoßen dann zu euch. Okay, wir gehen ein Stück näher ran. Halte diesen Kanal frei. Schön, dass sie flüstert und Rob einfach normal labert, ey. Hallo. Fällt mit Anlauf. Giovanni. Hier sollen wir da hochklettern können, oder nicht? Na gut, das ist das Signal. Wir retten ihn und dann. Wie gesagt, wir retten ihn dann und dann beende ich den Part hier auch. Oh. Okay. Gut. Sehr schön. Da ist das Signal. Vielleicht gehen wir auch einfach da hoch. Ich weiß, dass ich doof bin. Hey, wer ahnt das, ja? Das hätte die übelst locker überleben können. Wenn sie einfach runtergeslidet wäre, ne? Aber nein, will ich ja nicht. Komm schon, wir müssen zurück. Ja, warte, bis ich fertig bin. Okay, doch mir nicht. Hilf mal schnell! Ruhe!
So. Wollen wir nochmal gucken, was hier. Ah, okay. Gucken wir dann später mal. Ja, wir sind ein Äffchen. Und. Ich bin ein Mann, ja. Geheime Gräber in der Nähe. Nein, da darf ich jetzt nicht mehr gehen. Das machen wir ja später. Ey, so dumm. Och. Muss warten. Tut mir leid, muss warten. So. Oder auch nicht. Es ist Zeit, dass ich diese verfluchte Insel verlasse. Ich habe genug von Yamatai gesehen. Ich kann die Macht der Sonnenkönigin nicht erklären, aber sie stammt nicht von dieser Welt. Wie vermutet, kannte sie mein Ansinnen schon, als ich die Insel erstmals betrat. Sie hat mich manipuliert, um zu erfahren, welche Informationen ich suche. Aber sie wusste es immer. Sollte ich diesen Ort lebend verlassen dürfen, muss ich meinen Herrn warnen, dass wir Yamatai um jeden Preis meiden sollten. Wollen wir Zugang zu ihrem Meer, sollten wir bezahlen, was sie verlangt. Aber wir sollten die Sonnenkönigin niemals brüskieren, denn das wäre unser sicherer Untergang. Von dem, was ich sonst gesehen habe, jenen finsteren Schrecken, kann ich nie widersprechen. Gut, dass du es aufgeschrieben hast. Hey. Sei es nicht lang genug. So. Ach, wir retten ihn jetzt einfach. Wo ich nochmal die. Oh shit! Alter Lever. Oh mein Gott. Ganz nah den Tod entkommen. Wenn das jetzt ein Part mit Überlänge wird, ne, könnt ihr euch ja freuen. Ich muss darüber. Das ist voll stürmig da. Wie ich mal gesagt haben. Oh, schnell. Ich muss gleich X drücken. Gesagt, ich muss X drücken. Ey, der ist noch nicht reingeladen. Ey, der ist noch nicht reingelatscht, oder? Wo sie den Bogen versteckt, wenn sie ihn nicht angelegt hat. Naja. Wo ist der? Bauer, Alter. Hey,
Lara. Roth hat uns von dem Flugzeug erzählt. Keine Sorge, wir kommen schon von hier weg. Hoffentlich. Habt ihr was von Sam gehört? Ihre Spur führt zu einem alten japanischen Palast. Das klingt gar nicht gut. Hey, keine Sorge. Sie macht sicher nur eine Besichtigung. Du bist ein schlechter Lügner, Alex. Ihr müsst da drin vorsichtig sein. Viel Glück. Komm her, Häschen. Häschen, komm mal zu. Häschen. Findest du das nicht witzig? Überhaupt nicht witzig. So, er speichert gleich. Dann werden wir hier einen Cut machen. So, sehr schön. Gucken, was wir noch machen können hier. So. Pfeile wiederfinden, genau. Ach, fick dich doch. Drücke B, um auszuweichen und J, um Feind. Okay. Dann. Neue Fähigkeit freigeschalten. Dürfen wir schon mal Fähigkeiten freigeschalten? Abgärtern kann eine Kletterachse im Kampf einsetzen. Sehr schön. Scheiße, aber ich hab einen geilen Bogen. Ey, finde ich vielleicht noch eine Kiste hier? Nein, ich glaube nicht. Naja. Nochmal speichern. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir Tomb Raider spielen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.